Das ist ja, ich lege auf. Lassen Sie mich auflegen. Oh, ja. Das lassen Sie mich auflegen. Ich mache das für Sie. Das ist besser. Okay, wenn ich das mache. Aber dann bleiben Sie. Wir müssen unbedingt, müssen wir den Scammern schöne Weihnachten wünschen. Danke. Muss aber nicht. Ist aber lieb von dir. Ist aber lieb von dir. Ist total lieb, ne? Danke. Danke. Ich muss mich nur einstimmen für den Scammer. Klingelt das jetzt da oder nicht? Hallo. Hallo. Hier ist der Alsmann. Ich wollte bei der Gelegenheit es nicht verfassen, Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen, wo wir doch so viel Spaß hatten die letzte Zeit. Und da kann man doch einfach. Ja, ich höre Sie. Hören Sie mich auch? Ich habe Ihnen extra ein bisschen Klingelglöckchen reingemacht. Ja, ich höre Sie. Hören Sie. Können Sie mich nicht verstehen? Ich wollte Ihnen frohe Weihnachten wünschen. Sie haben doch schließlich auch Weihnachten da in Wie Indien. Wie heißen Sie? Ich bin der Alsmann. Wir haben letzte Woche telefoniert. Am Freitag haben wir gemeinsam ein paar schöne Stunden verbracht und Sie haben sich darüber aufgeregt, dass ich Sie angerufen habe. Aber ich finde, wir sollten gemeinsam den Weihnachtstag heute genießen und Frieden schließen. Was halten Sie davon? Wir beide. Okay, darf ich Ihre Nummer wissen? Darf ich Ihre Nummer wissen? Ja, selbstverständlich. Die Nummer steht doch auf dem Display. Ich habe Ihnen die übermittelt. Und ich kann Ihnen die aber gerne nochmal mitteilen. Das ist die Telefonnummer 0211. Mhm. Haben Sie die? 0211. 73 06 99 06 Ja, 99 50. Mhm. Ich wiederhole nochmal. Gerne. 0211730699950. Genau, genau. Perfekt. Ist das richtig? Okay. Das ist richtig. Mhm. Ja, legen Sie Ihren Anruf auf, ich rufe Sie an. Das ist sehr lieb von Ihnen, dann können wir dann uns dann gerne weiter unterhalten. Das glaube ich jetzt gar nicht. Da bin ich mal gespannt, was das Gespräch jetzt hier für einen Verlauf nimmt, oder? Seid ihr schon auf Twitch? Geht rüber auf Twitch jetzt. Los. Geht jetzt rüber. Der ruft sowieso nicht an. Der ruft nicht an. Der ruft nicht an. Oder? Meinst du, der ruft an? Der ruft an. Ja, wir haben 9 Zuschauer. Das ist super. Das ist sehr super. Eine Albfrau, Mandarin, Kuckuck. Das ist doch schön, oder? Das ist doch alles super, super, super. Der soll anrufen. Sonst, wenn der nicht anruft, ne, dann passt das. Das ist kein Freund von mir. Das ist ein Scammer. Ein Scammer, Kung Fu Fitness. Der scammert, der ist da, ne? Der Björn hat es geschafft, er ist auf Twitch. Super. Danke, Igeleko, für dein Abo. Entschuldige, wenn ich das falsch ausspreche. Igelkönig, jetzt kann ich es richtig lesen. Ich habe das so ein bisschen unscharf da, ne? Das ist halt so, oder? Der muss anrufen, oder? Meinst du, der ruft an? Der macht doch bestimmt den Spaß mit uns mit. Ne? Sonst rufen wir gleich an. Wir haben ein bisschen Geduld, ne? Ich bin der 8. Zuschauer. Das ist sehr lieb von dir. Wir haben aber jetzt nur noch 6. Wieso haben wir nur noch 6? Wo ist der Rest? Das kann nicht sein. Ich habe insgesamt haben wir 15 Zuschauer. Wieso sind da nur 6 auf Twitch? Wo ist der Rest? Hallo, hallo. Ihr müsst sofort rüber. Walter, schön, dass du da bist. Hatte ich dir ja schon einen Tag gesagt? Ja, ne? Ich glaube schon.
Ich glaube schon. Wir probieren noch mal. Mal gucken mal. Der geht ja nicht. Der ruft uns. Jetzt habe ich aufgelegt. Wie komme ich an den Call? Da ist er. Als Mann. Hallo. Als Mann. Hallo. Ja, Sie haben gerade bei uns angerufen. Ja, das ist richtig. Ich habe gerade bei Ihnen angerufen. Was ist das Problem? Das Problem? Wir haben kein Problem. Ich wollte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, weil wir dieses Jahr so viele gemeinsame Stunden verbracht haben. Und das finde ich super nett. Deswegen dachte ich, ich nutze die weihnachtliche Gelegenheit und bedanke mich einfach mal bei Ihnen. Ohne Sie wäre das Leben nur halb so witzig. So haben wir eine schöne Gelegenheit, uns mal auszusöhnen, vielleicht uns mal unsere gegenseitigen Geschichten zu erzählen. Was sagen Sie dazu? Wir haben doch schon mehrfach telefoniert. Sie haben sich immer aufgeregt. Ich freue mich immer, wenn ich Sie anrufe. Dann wenn Sie etwas Problem, Computerproblem haben, dann gehen Sie zum Lokaltechniker. Ja. Das ist lieb von Ihnen. Aber ich finde, die Telefonate mit Ihnen, die sind viel, viel interessanter. Denn der lokale Techniker, der hilft mir ja wirklich. Und Sie wollen ja gar nicht helfen. Sie wollen ja nur mein Geld. Und ich finde, wir sollten die Gelegenheit jetzt nutzen, wir beide, warten Sie kurz, ich sage Ihnen das sofort, dass wir beide uns mal richtig aussprechen. Es ist doch Zeit, die Weihnachtszeit, die ist doch dafür da, ja, Frieden zu schließen. Weihnachtszeit, und das, man kann das nicht zur Zeit haben, okay? Doch, Sie müssen wissen, Weihnachtszeit. Ich weiß, dass Sie kein Weihnachten haben in Indien. Aber wir Europäer, wir feiern sehr gerne Weihnachten. Sie haben Weihnachten in Indien? Wie bitte? Sie haben Weihnachten in Indien? Natürlich, warum nicht? Ach, wusste ich gar nicht. Ich dachte, gibt gar nicht. Im Buddhismus gibt es gar kein Weihnachten. Ja, wir feiern das auch Weihnachten, andere das auch, ja. Ach, da bin ich ja überrascht. Da bin ich überrascht. Es gibt ja auch Christen in Indien, ne? Das stimmt. Es gibt ja auch Christliche. Die werden, glaube ich, da nicht so nett betrieben. Nicht so nett. Das Indien, das lebt, das viele, viele Religions das in Indien, ja. Aha, okay. Das ist ja schön. Okay, dann haben wir ja erst recht einen schönen Grund, uns zu unterhalten und in aller Ruhe mal darüber zu sprechen, warum sie immer wieder mit Deutschen solche Sachen machen. Das ist ja nicht so nett. Ne? Was soll Deutsche machen? Naja, das geht ja um den Telefonsupport. Und wir werden ja per Telefonnummer auf ihre Seite gelockt. Und sollen sie dann anrufen. Und das ist ja eigentlich gar nicht so nett. Ne? Denn Wenn Sie Probleme haben, wenn Sie Fragen, ja, wenn Sie etwas Fehler haben, wenn Sie Probleme haben, dann vielleicht unsere Nummer das angezeigt. Okay? Und das ist brauchen, so, ja, ja, wenn das Sie ist brauchen, so. Dann, Sie haben das angerufen. Wenn Sie das Ihre ja. Hilfe brauchen, ja, das, wenn Sie das brauchen. Aber wir machen gar nicht unsere Kunden das falsch. Ja, Kunden ja. Machen gar nicht das falsch. Nee, das ist richtig, das stimmt. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Sie machen gar nichts, das stimmt. Und wir haben auch gesagt mit Ihnen, wir haben auch unsere Kunden sagen, dass wir sind nicht Microsoft oder wir sind nicht Windows. Ja, ja, wir das sind stimmt. Nur Computerfachmann. Wenn Sie brauchen unsere Hilfe, dann wir helfen weiter. Wenn Sie brauchen, okay? Ja, das im Moment brauche ich nur ein bisschen Ihrer Zeit, weil ich, Ihre Stimme ist so angenehm. Genau. Wir haben so eine angenehme Stimme. Und das macht einen doch zu Weihnachten sehr besinnlich, ne? So angenehme Stimmen. Finde ich schön, finde ich schön. Also ich finde, ist wunderschön. Wie lange müssen Sie heute arbeiten? Haben Sie heute auch frei oder müssen Sie die ganze Zeit arbeiten? Heute, wir gehen das am Feiertag, ja, Feiertag. Okay, ja, Feiertag, genau. Ach, müssen Sie auch am Feiertag arbeiten? Das ist natürlich nicht so nett, ne? Ja, nein, wir, ja, das ist frei, ja. Das, jetzt ist das zu, ja. Wir gehen das zu Hause und wir feiern das Weihnachten. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Da kann man mit den Kindern unterm Tannenbaum sitzen
die Harry Potter Eisenbahn laufen lassen. Das freut mich. Nein, Wir also packen nicht finde ich sehr schön. Das ist doch, das macht doch am richtig Weihnachten Spaß. Tag. Naja, also irgendeiner ist ja jetzt an die Telefonnummer gegangen. Ich muss ja auch arbeiten, aber ich habe gleich frei. Ich habe gleich frei. Also ich habe noch eine Stunde. Dann darf ich auch nach Also, Hause. ich gebe Ihnen einen Ratschlag für Sie. Ja, Das ich gebe Ihnen lieb. einen Ratschlag für Sie. Wenn Sie Nummer bekommen, wenn Sie etwas bekommen, dann schalten Sie herunterfahren Sie Ihre Computer. Okay? Ja, Nach dem okay. Herunterfahren, dann das vielleicht geht Ihre Computer das alle ohne. Und dann gehen Sie zum lokalen Techniker und sagen Sie ihm, was ist das Problem, ist das Oh. bekommen. Und dann sagen Sie ihn, und dann bekommen Sie das beste Lösung. Das Okay? ist aber Gehen lieb Sie von zum Ihnen. lokalen Ist Techniker. das jetzt tatsächlich kostenfreie Tipp? Ein kostenfreier Tipp. Das ist sehr lieb von Ihnen. Das habe ich so nicht erwartet. Als ich heute bei Ihnen angerufen habe, da hatte ich andere Sachen erwartet. Aber das finde ich nett. Das finde ich doch sehr, sehr nett von Ihnen. Danke doch. Ich würde sagen, Sie können Ihr Weihnachten heute doch genießen. Ne? Das ist schade. Wir gehen auch feiern das Weihnachten, ja. Und wir arbeiten nicht heute, das heute und morgen auch, ja, übermorgen auch nicht arbeiten. Ach, Sie arbeiten gar nicht. Drei Ach, das Tage. ja. Ja. Wieso Drei sind Sie Tage. denn ans Telefon gegangen, wenn Sie heute nicht gearbeitet haben? Nein, Telefon, wenn wir das Telefon ist das unsere Privatnummer und das ist Firmanummer und das ist anderes. Ja, das, wir arbeiten nicht Firma. Wenn wir bleiben nicht in der Firma, dann wie das arbeiten? Warum das arbeiten? Schön. Ja. Schön. Das. Ich finde das schön. Also, dass wir beide mal so viel Zeit haben, uns in aller Ruhe auszusprechen, das finde ich doch sehr schön. Einen Moment, wenn Sie brauchen unsere Zeit, wenn Sie brauchen unsere Zeit, wir geben Ihnen das alles Zeit meiner. Okay? Das ist Wenn Sie lieb. brauchen. Das ist lieb. Aber wenn Sie das natürlich machen, wenn Sie das alles sicher machen, dann wir geben Ihnen unsere Zeit. Ja? Das wir brauchen nicht Ihr Geld oder wir brauchen nicht unsere Kundengeld. Ja? Das ist schön. Wir Das freut mich. müssen, wir müssen nur helfen unsere Kunden. Ja? Das ist super. Das Wir müssen Problem, unsere Kunden helfen. was ich ja jetzt leider schon mehrfach festgestellt habe, ist, dass dann die Kollegen, das müssen ja nicht Sie gewesen sein, vielleicht die Aber das. Kollegen dann Ein doch Moment, ein nicht so Moment, eine ein Moment. schöne Sache erledigt haben. Ne? Die wollten dann Geld am Ein Moment. Ende. Können Sie sich das vorstellen? Wenn unsere Kollegen mit Ihnen das falsch gesagt oder falsch etwas falsch gemacht, dann wir überprüfen auch, okay, mit wem Ah. haben Sie gesprochen oder mit wem haben Sie das alle gemacht, okay, Das dann ist wir schön. überprüfen und sie verliert auch Job, ja. Ah. Ja, das Problem ist, die sagen ja nicht immer ihren richtigen Namen. Die sagen ja irgendeinen Namen. Ne? Mein Name ist Arno. Der Arno. Ja, haben wir schon Ja, telefoniert, Arno. Arno? Wir beiden? Haben wir schon telefoniert? Nein, Glaub auch wir nicht, haben ne? noch nicht gesprochen. Ja. Ja, wir haben noch nicht gesprochen. Oh, okay. Das ist schlecht. Das ist Dann. schlecht. Aber schön, dass wir uns heute sprechen, denn wir sind ja quasi jetzt kurz vor Weihnachten. Da sollten wir uns besinnen und vielleicht mal was Gutes tun. Ja, jetzt haben Sie mir ja geholfen, indem Sie mir gesagt haben, dass ich. Wo waren Sie? Ich bin hier. Wo sind Sie? In Deutschland? Deutschland, genau. In Deutschland. In welchem Staat? Düsseldorf, immer noch. Ne? Also ich komme ja aus Düsseldorf. Düsseldorf ist eine ganz tolle Stadt. Ne? Da muss ich sagen. Okay. Das wird Kennen Sie Düsseldorf? wie ist das Wetter? Oh, Ja, also wie ist Wetter das ist Wetter? bescheiden. Also wir haben viel Regen. Das ist schade. Also ich hätte ja lieber Schnee gehabt. Ne? Schnee wäre ja schöner. Aber manchmal geht das halt Okay, nicht. Ne? Haben Sie, wie ist das Wetter bei Ihnen? Auf der anderen Seite des Kontinents, da muss ja bestimmt warm sein. Ne? Haben Sie jetzt 30 Grad oder so? Bei Ihnen, 30 Grad? 13 oder 11 oder 10 oder 7, Echt? ja, Wo sind Sie? bis 7. Wo sitzen Sie? Ich dachte, Sie Bis wären 6. in Indien, in Bangladesch. Ja. Nein, Nein? nicht Bangladesch, Nicht Bangladesch. Indien. Ah. Und da ist kalt. Ich hatte gedacht, da wäre warm. Das ist natürlich Das ist schön. sehr kalt. Ja.
Ja, das, also ich muss sagen, es freut mich, dass Sie die Zeit sich genommen haben. Dann möchte ich Ihnen jetzt frohe Weihnachten wünschen. Alles, alles Gute. Und Trinken die auch Bier oder Wein, oder? ich trinke Bier. Bier ist lecker. Ja, wir haben in Düsseldorf haben wir spezielles Bier, ganz spezielles Bier. Wie viele Flasche? Eine. Ich trinke immer nur eine. Nur eine. Eine Flasche, ja. So abends zum Also Bier Abschillen. trinken, ja, ich trinke das 4, 3, 4, 5 oder 7, das der Flasche, das Echt? immer. Ja, das ist ja nett. Das ist, Wenn muss ich auch, trinke, manchmal muss das sein. Manchmal muss das sein. Bier trinke, 4, 2, 4, 5, 6, 7 Flaschen dafür. Oh, das hört sich gut an. Was trinken Sie denn für ein Bier? Gibt es denn leckeres Bier bei Ihnen? Gibt es leckeres Bier? Ja. Sehr Welche lecker. Marke ist das? Das Karlsberg. Karlsberg? Karlsberg? Ja. Echt? Ja. Karlsberg? Das ist ja ein Ja. deutsches Bier. Ja, du weißt. Ah, oh, das ist Das ja ist quasi schön. dran. Haben Sie schon mal Altbier getrunken? Düsseldorfer Altbier? Schade. Nein, Da nicht. verpassen Sie was, ne? Also das ist schon toll. Oder Kölsch, ich muss ja jetzt für die anderen auch. Kölsch, Kölsch, Aber das Kölsch. hier, aber hier ist nicht alle Brand das genommen, ja. Nee, ne? Da gibt es nicht so viel, Nur ne? ein bisschen nur lokaler Brand oder das mit nur Deutschland, Ja, das glaube deutsche ich. Brand. Das glaube ich. Die Marken, also die Brands, die sind schwierig zu bekommen, ne? Ich glaube schon, dass das so schwierig ist in Deutschland. Ja. Ich liebe Deutschland. Oh, Immer. schön. Schön. Dann nehmen Sie das doch als guten Vorsatz mit fürs nächste Jahr, dass Sie Deutschland Ja. lieben und dann vielleicht mal einen Aber Job das. suchen, einen schönen, wo man Aber gute Arbeit leisten kann für Deutschland. welch Job suche ich? Ist das keine, ja, keine. Das sind viele, so viele Probleme kommen, wenn ich Ja. fahre nach Deutschland, dann ist das so viele, ja, viele Probleme bekommen, ja. Das ist viel, das Geldproblem, das ohne Problem, das zu viele Jobprobleme, ja, das zu viele Probleme. Ja, das glaube ich. Wir brauchen in Deutschland, brauchen wir Fachleute, ne? Das ist, aber unsere Bundesregierung kriegt das nicht so richtig auf die Aber Kette. ich brauche auch, dass wir nach Deutschland fahren, aber das ist so viele Probleme. Deshalb ich fahre nicht in Deutschland. Ja, ich habe schon gefahren, das in USA und Großbritannien, das schon. Ja, aber das in Deutschland ist das so viele Schwierigkeiten. Ja. Ja, das ist nicht einfach, ne? Die Deutschen schützen sich ein bisschen, ne? Ja, richtig. Das Ich stimmt. Deutsche meine, dass Eine Person, das ja, sehen, das ist der Süßigkeit, ja. Nee, das stimmt, das stimmt. Da haben Sie absolut recht, ne? Dann, wo Das ist gehen Sie schon. jetzt? Wo gehen das zum Weihnachten fahren? Ich bleibe zu Hause, schön. Wir haben zu Hause einen Tannenbaum aufgebaut. Mit der Familie, genau. Dann werden wir kochen, ganz lange schön und viel essen, bis Was der kochen Bauch Sie? platzt. Was kochen Sie? Was Ich kochen koche Rehkeule. Rehkeule. Sie? Oh, Kennt, ja, was bedeutet? Rehkeule. Wild. Was bedeutet? Vom Reh. Sorry. Was heißt denn Reh auf Englisch? Muss man eben fragen. Wer weiß, was Reh auf Englisch heißt? Also Rehkeule aus dem Wald. Von the Okay, forest. bitte, mit wem kochen Sie zum Beispiel Milch oder Zucker oder wie? Ich. Ach so, ne, also ganz normal braten, anbraten und dann mit Wein. Wir Okay. kochen viel mit Wein. Okay. Wein mit Wein. Genau. Startet mit Wein, ja? Genau. Das ist sehr gut. Genau. Okay, Das ist dann kein super. Problem. Ja, dann ich lege diesen Anruf auf und wir gehen auch zu Hause und dann Das wir ist sehr machen, schön. ja, Das wir ist sehr. fahren dann. Okay. Ich lege auf. Lassen Sie mich auflegen. Ja. Das lassen Sie mich auflegen. Ich mache Okay. das für Sie. Das Okay. ist besser. Wenn Okay, ich dann das tschüss. mache. Auf dem bleiben Sie. Tschüss und schönes Feierabend. Ja, bleiben Sie auch gesund. Danke. Bitte. Tschö. Bitte. Tschüss. Ja, so. Haben wir auch mal ein schönes Gespräch geführt, oder? Haben wir doch mal ein schönes. Björni, wieso gehst du wieder zurück nach YouTube? Ich brauche doch welche auf Twitch. Ne? Nein, geh mal dahin, wo du möchtest. Überhaupt kein Problem. Björni, geh auf YouTube. Gefällt dir YouTube besser, Björn?
Björn? Björni? Björn? Björn? Ja, ne? Das gefällt dir besser, ne? Best of Knossi per Direktnachricht gesendet. Das gucken wir uns doch mal an.